Also gut, zuallererst sollten wir unbedingt ein paar Farben in das Pusteblumen-Hopsebad bringen. Das gesamte Farbschema hier ist total daneben geraten. Ja, hört sich gut an, aber die Prinzessin will hier Stil reinbringen. Also lass uns mit meinem Hopsebrett beginnen. Dein Hopsebrett? Hm? Oh, ich meine natürlich unseres, aber ich habe die perfekte Idee dafür. Gut, okay. Also, ich meine, es bringt ja nichts, darüber zu streiten. Natürlich nicht. Wieso sollten wir das tun? Guck mal, sieht das nicht fröhlich aus? Gib mir mal die rote Farbe, Himbeertörtchen. Himbeertörtchen? Himbeertörtchen, was machst du denn da? Ich mache die Art von Kunst, die die Babybärchen vor Verzückung jauchzen lässt. Ich dachte, wir arbeiten gemeinsam an meinem Hopsebrett. Tja, du hattest gerade so viel Spaß dabei, deine altmodischen Muster zu malen. Da dachte ich mir, ich lasse dich damit lieber allein. Altmodisch? Also, das nennt man Retro und das ist jetzt wieder total aktuell. Ja, klar, ich bin davon überzeugt, dass es Leute gibt, die das mögen. Aber, weißt du, ich bin eher für den trendigeren, moderneren Look, der jetzt in ist, da es bei richtig toller Mode darum geht, mutig zu sein, etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Ja, richtig tolle Mode. Wenn dir gefällt, was die Designer letztes Jahr so angerichtet haben. Aha, perfekt. Citronella? Citronella? Wie, was? Was tust du da? Deine mutige, risikobereite, moderne Malerei ist natürlich total interessant. Aber glaubst du nicht, dass sie etwas zu grell ist für die Augen der Babybärchen? Nein. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich schon. Da hatte ich die Wahl zwischen, gebe ich ihnen Sonnenbrillen, um sie vor diesen grellen Farben zu schützen. Süß. Oder? Oder. Und dafür habe ich mich dann entschieden, einfach selbst ein Pusteblumen-Hopsebad zu bauen, das wirklich stylisch ist. Und es ist wieder soweit. Du denkst, dass deine Ideen besser sind als meine. Genauso wie beim Crockett-Plakat. Das Crockett-Plakat hätte toll aussehen können, wenn du auf mich gehört hättest, aber... Okay, okay. Ich werde jetzt nicht mit dir streiten. Ich lasse einfach die Prinzessin entscheiden, welches Hopsebad besser aussieht. Oh. Hm. Mal kurz, das hier... Oh, vergiss es. Oh, wenn Himbeertörtchen meine Arbeit nicht zu schätzen weiß, dann soll sie es doch so machen, wie sie es mag. Ganz allein. Oh. Das hier ist langsam nicht mehr lustig. Wenn Citronella meine Arbeit nicht schätzt, dann kann sie alles ganz allein machen. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und das ist es. Du kannst es. Schön. Exzellent, wirklich ausgezeichnet. Oh, danke, Fläumeli. Ich bin froh, dass wenigstens einer mag, was ich tue. Ach, Citronella mag deine Sachen auch. Citronella mag ihre Sachen lieber. Sie macht alles so, wie sie es will. Ich habe aufgegeben. Aber Himbeertörtchen, ist diese Aufgabe nicht eher was für zwei? Oh, du kannst mir glauben, dass Citronella alleine viel glücklicher ist. Wieso glaubst du das? Weil sie sich ab jetzt nicht mehr mit mir streiten muss. Hallo, Citronella. Hallo, Emily. Hallo, Mädels. Was macht ihr so? Hey, hallo, das Citronella. Ist eine Überraschung. Wie geht es dir? Wir bereiten das Essen und die Musik für die große Eröffnung des Kindergartens morgen vor. Wie läuft es denn dort? Wirklich toll. Oh, lecker. Braucht ihr vielleicht noch Hilfe? Arbeitest du nicht mit Himbeertörtchen zusammen? Eigentlich schon. Aber sie denkt, dass ihre Ideen besser sind als meine. Also lasse ich sie alles alleine machen. Wow, ist das nicht zu viel Arbeit für einen allein? Wäre es nicht besser zu zweit? Nicht, wenn die zwei sich nicht einigen können. Citronella, ich sitze gerade an einem neuen Song. Sag mir, wie du ihn findest. Wenn es draußen stürmt und regnet,
glücklich, wer da seinen Freunden begegnet. Vögel brauchen Federn. Auch Teamwork ist zu empfehlen. Und wie findest du ihn? Hast du noch irgendwas poppigeres? Wir suchen noch mehr Pusteblumen. Ich habe da eine Idee. Und was machen wir jetzt, Orangella? Das werdet ihr schon sehen. So, fertig. Da hast du es. Dankeschön, Himbeertörtchen. Das ist perfekt. Aber ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Sieh da. Oh, perfekt, wie immer. Dankeschön. Und wieder ein zufriedener Kunde mehr. Oh. Haben wir zwei Teams. Also lasst uns den Pavillon als Tor benutzen und das andere... Oh, wie wäre es mit dem Gänseblümchen? Da hinten, das so hängt. Ja, das ist perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schiedsrichter. Vielleicht braucht dieses Spiel eine nicht auf den Schultern anderer Leute stehen Regel. Ich habe da eine andere Idee. Warte mal, ist das erlaubt? Jedenfalls ist es nicht verboten. Also eigentlich ist bisher gar nichts verboten. Gut, wenn das so ist. Oh ja! Was haltet ihr von Krepppapier-Luftschlangen, die wir hübsch an die Decke drapieren? Krepppapier drapieren wird erledigt. Bonnie und Citronella, könnt ihr bitte so viele Glühwürmchen wie möglich besorgen, um die Halle zu erleuchten? Aber klar doch! Wir sind schon dabei! Himbeertörtchen und ich fangen auch schon mal an. Ich sollte auch besser sofort anfangen, wenn wir das in 2 Tagen alles schaffen wollen. Dankeschön für die Hilfe! Ich werde dafür sorgen, dass das der beste Glimmerbärenball wird, den es im Witzi-Bärchenhausen je gab. Das ist bärig schön, Mädels. Oh, sieht wirklich toll aus. Und das Allertollste ist, dass wir einen ganzen Tag früher fertig sind. Oh, das bedeutet, dass ich morgen noch Zeit habe, ein paar richtig schöne Tischdecken zu nähen. Und ich habe noch Zeit, die richtige Musik auszusuchen. Ja!
morgen trotzdem noch eine Menge zu erledigen. Lasst uns schlafen gehen und wir sehen uns morgen in aller Frühe wieder. Was in aller Welt ist denn hier passiert? Die Snacks sind verschwunden. Die Glühwürmchen sind alle weg. Oh, und die Luftschlangen und Tischdecken sind alle kaputt. Wenn das ein Scherz sein soll, ist er nicht witzig. Wer könnte denn so etwas tun? Keine Ahnung, aber das hier ist... Dein Weg zum Ziel ist flott, ohne Pause, ohne Stopp. Und fällst du hin, dann stehst du wieder auf. Du machst das Beste draus, vergiss den Rest, das zahlt sich aus. Wir sind die Champions für diesen Lauf hier genau. Zeigen wir es allen in der Welt, wie hell wir scheinen. Wart nicht, sag nicht, sag niemals nie nein. Gib nicht auf und leb deinen Traum. Oh, frag nicht, sag nicht, sag niemals nie, denn du kannst deinem Gefühl vertrauen. Ich muss nicht alles wissen, um zu wissen, dass eins sicher ist. Gib niemals, jemals, niemals, jemals einen Traum auf. Das Wetter langsam bärig kalt werden. Wartet, ich helfe euch. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir viel schneller fertig. Oh. Ich glaube, hier ist sowas wie eine alte Schatulle. Was wohl da drin ist? Entschuldigt. Hier ist ein Buch. Und zwar das, das wir zum ersten Frost lesen. Das ist es wirklich. Darin geht es um den allerersten Winter in Bitzibärchenhausen. Ich wette, jeder würde diese Geschichte gerne mal wieder hören. Ich werde sie hier im Café vorlesen und jeden in Bitzibärchenhausen einladen. Kommt schon, ihr könnt mir dabei helfen. Aktion zusammen. Die ist bärig schön. So originell, so einzigartig. Vielen Dank. Ich habe auch mein ganzes Herz in jedes einzelne Teil der Kollektion gesteckt. Unglaublich, du übertriffst dich jedes Jahr aufs Neue. Ich bin einfach der Meinung, dass man nur etwas machen sollte, wenn man auch bereit ist, dafür sein Bestes zu geben. Also höre ich damit erst auf, wenn ich es definitiv und ohne jeden Zweifel nicht besser machen kann. Wie du schon sagtest, ich möchte etwas wirklich Originelles, Einzigartiges und noch nie zuvor Gesehenes schaffen. Na dann, kommt mit, Schnurrschönchen und Plätzchen. Wir lassen Himbeertörtchen lieber arbeiten. Oh, heute Abend gibt es im Café eine Lesung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Hä? Oh, ja, natürlich. Ich werde da sein. Hey, Plätzchen! Als der kälteste aller kalten Winter Bitzibärchenhausen traf, arbeiteten alle Einwohner zusammen, um den neu gepflanzten Hain zu retten. Aber das Wetter wurde immer rauer und sie wussten, die neuen Pflanzen würden es nicht schaffen. Dann hatte das kleinste aller Bärchen eine Idee. Wir können die gefrorenen Beeren, die wir haben, schnitzen, sagte es. Und dann können wir Glühwürmchen hineinsetzen. Wieso sollten wir das machen? Fragten die anderen. Wenn wir sie zu dem Hain tragen, erklärte er, halten sie die Pflanzen vielleicht warm. Zuerst lachten sie nur über das kleine Bärchen, aber dann verstanden sie es.
Es war ihre einzige Hoffnung. Würden es die Pflanzen nicht schaffen, hätten sie nichts mehr zu essen und keine Kraft, um die kleine Stadt aufzubauen. Also arbeiteten sie alle zusammen und brachten die leuchtenden Beeren in die Felder. Und es funktionierte. Die Pflanzen waren gerettet. Aber nur, weil jeder Einzelne in Bitzibärchenhausen eine Laterne gebracht hat, um die Pflanzen warm zu halten. Die Einwohner von Bitzibärchenhausen hatten verstanden, dass sie voneinander abhängig sind. Genauso wie von den Glimmerbeeren. Und deswegen feiern wir jeden Winter den Glimmerbeerenumzug. Jeder in Bitzibärchenhausen schnitzt eine gefrorene Bärenlaterne. Die ganze Stadt kommt zusammen und alle zünden ihre Laternen in einem Kreis an. Damit gibt jeder Einzelne das Versprechen, dass die Einwohner zusammenhalten und sich gegenseitig helfen werden, wenn die harten Wintertage kommen. Freunde helfen Freunden. Und jetzt versteht ihr vielleicht den wahren Grund für den Umzug. Oh, auweia. Ich glaube, mein Verhalten war wirklich bärig doof. Da ist noch etwas, das ich euch gerne zeigen würde. Seht ihr das? Hier. Warte, das ist mein Entwurf. Ganz genau. Und ich habe auch so etwas gezeichnet. Hey, ich auch. Genau wie ich. Das haben wir alle. Ihr habt es sicher gesehen, als ich die Schatulle geöffnet habe. Aber das ist euch nicht bewusst gewesen. Deswegen hattet ihr den gleichen Entwurf. Den hatten wir alle. Oh, dann habe ich euch wohl völlig zu Unrecht beschuldigt, meinen Entwurf kopiert zu haben. Oh, es tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht irgendwie vergeben. Ja, na klar, Himbeertörtchen. Wenn du mir vergeben kannst. Und mir. Mir auch. Wir haben wohl alle etwas überreagiert. Oh, seht euch das mal an. Es wird draußen richtig eisig. Ich wette, die Beeren sind jetzt bärig gefroren und genau richtig fürs Schnitzen. Ihr solltet euch lieber beeilen, wenn die Glimmerbeeren noch rechtzeitig für den Umzug fertig werden sollen. Ja! Wie findet ihr das? Wunderschön. Und wie ist das? Ganz toll, Orangella, aber du hast ein bisschen was übersehen. Und, seid ihr alle gleich fertig? Ich denke, von mir aus könnt ihr anfangen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Eine Sekunde. Ich sag Ihnen schon mal Bescheid. Bitte sagt den Glühwürmchen, wir sind soweit. Dankeschön! Und dich dein Glück verlassen hat, leuchtet ein Regenbogen am Horizont voll Licht. Wenn alles auseinanderbricht und auch dein Bärentörtchen wurde nichts, wartet dein Glückskleeblatt vielleicht schon auf dich. Traumhaft süß, traumhaft gut, dieses Leben bietet alles so viel Glück, so viel Mut. Glauben nur, dich verführen. Lass dir von niemandem den Sonnenschein nehmen. Lass einen bunten Drachen steigen, dem Unmut darfst du Zähne zeigen. Glitzernd schön wie nie zuvor, dringt es an dein Ohr. Traumhaft süß, traumhaft gut, dieses Leben bietet alles so viel Glück, so viel Mut. Glaube mir, hier alles. Meine ganz besondere, super-duper tolle Tanznummer mit großem Sahnehäubchen obendrauf. Damit schlagen wir die Tänzer von Butzelbeerstadt beim diesjährigen Tanzwettbewerb. Das sieht sehr kompliziert aus. Gewöhnt euch lieber gleich daran. Jedes Jahr führen die Tänzer von Butzelbeerstadt einen super komplizierten Tanz vor. Aber dieser Tanz hier wird sie alle übertreffen.
Aber Fläumeli, der Tanzwettbewerb ist schon nächste Woche. Das alles? Ja, ich weiß nicht genau. Wie sollen wir das lernen? In nur einer Woche? Das müssen wir. Ich erinnere euch nochmal daran, gegen wen wir antreten. Nur für den Fall, dass ihr die Demütigung, die Schande und die Enttäuschung des letzten Tanzwettbewerbs vergessen habt. Naja, so schlimm war es auch nicht. Ich weiß noch, dass ich eine Menge Spaß hatte. Ich finde nicht, dass es spaßig ist, zu verlieren. Sie sind wirklich toll. Großartig. Ich bin schon echt gespannt, was Sie dieses Jahr vorführen. Auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Ach, Fläumeli, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir eine schöne Zeit haben und unser Bestes geben. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Unser Bestes. Unser Meisterhaftestes. Meisterhaftestes ist kein richtiges Wort. Aber du könntest sagen, unser meisterhaft Bestes. Na gut, von mir aus sage ich auch das. Unser meisterhaft Bestes. Wir werden gewinnen. Dieses Jahr tanzen wir meisterhaftlich. Meisterhaft. Meisterhaft. Ich danke dir, Bonnie. Schön, dass ihr einverstanden seid. Das wird ganz eindeutig unser Jahr. Das Jahr, in dem wir den Tanzwettbewerbpreis gewinnen. Aber wir können es nicht so meisterhaft tanzen, Fläumeli. Oh doch, das könnt ihr. Seht mir einfach zu. Musik bitte. Das ist gar nicht so schwer. Also der Tanz, den wir letztes Jahr vorgeführt haben, sah völlig anders aus. Ja, ganz genau. Letztes Jahr haben wir verloren. Oh, aber die Outfits, die ich dafür entworfen habe, waren wunderschön. Und ich habe sogar eine dreifache Pirouette geschafft. Das ganze Publikum hat uns bejubelt. Es war einfach fantastisch. Seht ihr, was auf diesem Tischchen da steht? Es steht gar nichts auf diesem Tischchen. Da ist nur Staub. Und wisst ihr, was da stehen sollte? Ein Staubfänger vielleicht? Oh, nein, eine Tanzwettbewerb-Trophäe. Fläumeli, ich merke, dass das wirklich wichtig für dich ist. Und wir sind deine Freunde. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir unser Bestes geben werden, um den Preis zu gewinnen. Oh, ich danke dir, Emily. Wenigstens versteht mich eine von euch. Wir verstehen dich doch alle, Fläumeli, aber... Können wir dir nicht dabei helfen, die Schritte ein wenig zu vereinfachen? Ja, zum Beispiel wäre dieser Schritt einfacher, wenn wir nur den ersten Teil machen würden. Oder wir könnten die Schritte aufteilen, sodass jede von uns die macht, die sie am besten kann. Ich kann zum Beispiel die Kicks gut und Orangella die Drehungen. Das ist eine tolle Idee. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir müssen diesen Tanz hier vorführen. Meinen Tanz, ansonsten haben wir keine Chance. Gut, das ist wichtig für Fläumeli. Versuchen wir es auf ihre Weise. Und jetzt alle zusammen. 5, 6, 7, 8. Und 5, 6, 7, 8. Die Schritte. Achtet auf die Schritte. Zum Rhythmus, zum Rhythmus. Ihr sollt stillstehen und euch nicht auf den Köpfen drehen. Stopp, stopp, bitte. Ihr macht das alles falsch. Nein, so habe ich mir den Tanz nicht gedacht. Es ist jetzt Zeit für den Tanzwettbewerb, meine Lieben. Oh, der Tanzwettbewerb jetzt. Ein wundervoller Tanz von der Tanzgruppe aus Butzelbeerstadt. Und jetzt folgt eine kleine Unterbrechung, bevor die Tanzgruppe aus Bitzelbeerchenhausen auftritt. Oh, ich kann das einfach nicht. Wir werden niemals so meisterhaft sein wie Sie. Das wäre eine viel zu große Demütigung für mich.
Und jetzt führt die zweite Tanzgruppe ihren Tanz vor. Sie kommt aus unserem eigenen kleinen Örtchen. Hier ist die Tanzgruppe von Bitzi Bärchenhausen.